Moin moin und willkommen zurück zu The Witcher. So, genau. Wir waren jetzt immer noch im Händlerviertel und wollten das ja hier weiter erkunden. So, Werbung, das ist wieder der Juwelier wahrscheinlich. Ja. Und Waffenschmied, diese Woche im Angebot. Beim Kauf eines Rundschildes gibt es einen Topf gratis dazu. Wofür auch immer ich einen Topf haben will. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Na, die sollen ruhig kommen. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Wir versuchen, die abzunehmen. Diese Bälle, die zwischen an unserem Bein herumbaumeln. Na gut. So, zum Tempelbezirk. Die sollten uns eigentlich durchlassen. Probieren wir aber etwas später. Wenn ich ganz genau weiß, wo ich da noch die Sonde hinpacken muss. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Nö, gibt ja keine Monster, nichts. Tür zur Werkstatt. Haus der Königin der Nacht. Da. Gehen wir da doch mal rein. Haus von schlechtem Ruf. Leibwächter. Wir haben geschlossen. Die Herrin der Nacht empfängt nicht jeden. Schrei nicht so. Ich habe etwas für eure Herrin. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit. Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht. Das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr nicht. Das glaube ich nicht so ganz. Das habe ich auch nicht. Ich bring euch um, Bastard! Ach, was für schreckliche Zeiten. Dann hauen wir ihn halt nieder. Hätte uns ja auch einfach wieder gehen lassen können. So. Auf den dicken Wanst. Geralt, es jubelt dir gerade keiner zu. Ich will verdammt sein. Tretet ein. Danke, warum nicht gleich so? Seid gegrüßt, Herr. Seid gegrüßt, Blauäugige. Was darf's denn sein? Reden wir zuerst ein bisschen. Gut, lasst uns reden. Giacomo Cassano behauptet ja, es gäbe kein besseres Vorspiel als eine gepflegte Konversation. Wovon träumt ihr, Blauauge? Ich wünschte, die Nacht würde nie zu Ende gehen. Keine Ritter auf weißen Hengsten und ähnlicher Unsinn? Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Das kann ich beweisen. Ihr braucht nur zu fragen. Hat die nicht eher grüne, gelbliche Augen? Naja. Nichts für ungut. Ich will eigentlich nicht mit der anbindeln. Sondern wollte nur mal sehen, was die zu sagen hat. Ja, ein bisschen Sichtschutz ist ja da, aber Das werde ich tun. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der es sich leisten kann, hier unterhalten zu werden. Ein sehr angenehmer Ort. Alles besser. Das müsste verboten werden. Für das gemeine Volk. Bis morgen. Ja. Viele Kunden heute. Genau. Ein sehr angenehmer Ort. Harte Arbeit muss belohnt werden. Ah, ja. Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Ach, was für schreckliche Zeiten. Muss ich wohl wieder gehen. Oberschicht bin ich ja nicht unbedingt. Gehen wir nach oben. Wie lange denn noch? Ja, worauf wartest du denn? Schwester der Gnade und Herrin der Nacht. Wie unhöflich, uneingeladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet er nicht einmal.
Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher? Das weiß ich ehrlich gesagt genauso wenig. Ihr habt von alten Zeiten gesprochen. Könnt ihr mir von eurem Mann erzählen? Er war kein Mensch. Dennoch wart ihr sein Freund. Regis schaute gern zu tief ins Glas. Daher trennten wir uns. Seine Sucht brachte ihn fast um. Wütende Bauern haben ihn angegriffen. Nachdem er sich erholt hatte, führte er ein einsames Leben, bis er euch begegnete. Leider erinnere ich mich an nichts. Grämt euch nicht. Mich tröstet, dass er Freunde hatte, als er starb. Echte Freunde. Wir haben doch erfahren, dass Regis ein Vampir war. Ein höherer Vampir. Er war also ein Trunkenbold. Höhere Vampire trinken Blut. Naja, wie Menschen angeblich Alkohol. Entsprechend hat er sich an zu vielen Menschen vergriffen. Und wenn das ihr Liebster war, ist sie vielleicht auch ein Vampir. Wer seid ihr? Die Königin der Nacht. Ich lasse die Träume meiner Freier wahr werden. Stelle sie zufrieden. Und leert ihnen die Geldsäckel. Ich erfülle ihre Träume. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und Träume sind unendlich kostbar. Na dann, eine Nacht will ich ihr jetzt eigentlich nicht. Ihr habt von alten Zeiten gesprochen. Er war seine leider verdrückt. Lebt wohl. Was für ein großes Schwert ihr habt. Danke. Ich arbeite zu viel. Ja, sehe ich. Haben wir doch etwas mehr über die Vergangenheit erfahren und über unsere damaligen Freunde. Und sagt ja kein Wort. Der Katalysator hat funktioniert. Beinahe wäre es zu einer Explosion gekommen. Aber wieder einmal haben die serikanischen Meister Mist behauptet. Ich hatte so ein Kribbeln in der Nase. Gebt gut Acht. Mit der Pyritkatalyse scherzt man nicht. Aber ich habe nicht genießt. Immer noch da? Ja. Was macht ihr? Ich entwickle den Stein der Weisen. Ich teile das aus Blei gewonnene Gold mit euch. Und die Garantie ewiger Jugend bekommt ihr gratis noch dazu. Der Stein der Weisen. Gold, meinetwegen. Ewige Jugend, ich glaube, das ist zu spät. Wirklich? Ich bin von der Universität Ochsenfurt. Ich wurde eingestellt, um die Zusammensetzung des Stahls für ihre Waffenproduktion zu verbessern. Zu spröde. Zu teuer. Es ist fast nur Eisen und sehr verunreinigt. Bei unserem ersten Gespräch habt ihr serikanische Meister erwähnt. Ich wollte mit Hilfe eines wertlosen serikanischen Buches das Rätsel des Stahls lösen. Das Buch würde ich gern gegen etwas anderes tauschen. Zum Beispiel? Rotes Meteoriteisenerz für meine Experimente. Was für ein Buch ist das denn genau? Welches Buch? Serikanisches, irgendetwas über explosive Substanzen. Könnte nützlich sein. Immer noch da? Was macht ihr? Ich entwickle den... Das wirklich? Ich zu bietet ihr Ich bin Gelehrter, kein Alchemist. Aberglauben verabscheue ich. Ist Alchemie keine Wissenschaft? Unsinn!
Magie und Alchemie werden aus der Welt verschwinden. Nur die Wissenschaft wird bleiben. Mal sehen. Erwähnen wir... Ja, doch, machen wir das mal. Kalkstein erwähnen. Freund Kalkstein betrachtet sich als Alchemisten. Kalkstein? Wir lachen über sein pseudowissenschaftliches Gefasel. Habt ihr seine Metamorphosen gelesen? Nein. Ein Haufen Nonsens in einer schwammigen Sprache, die des Autors Inkompetenz kaschieren soll. Ich habe Kalksteins Bücher nicht gelesen. Ich musste einmal ein Kalkstein-Seminar ertragen. Oh, welch Albtraum! Mein Beileid. Immer noch da? Adieu. Besser, ihr kommt nächstes Mal nicht gerade dann, wenn ich explosive Substanzen mische. Ich werde mich bemühen. Ich habe das Gefühl, das wird jedes Mal der Fall sein. Ich würde das erst versichern, dann verbrennen und so einen netten Profit machen. Denn ich wollte etwas Platz im Inventar machen. Wir haben gerade auch einen roten Meteoriten dabei. Die sind etwas häufiger. Wäre Rubedo nicht besser? Immer noch da? Bei unserem ersten... Ich wollte zum Beispiel... Rot! Das will ich mir dann doch jetzt mal holen. Ah, das Erz. Vielleicht kann ich diese Reaktion jetzt endlich auslösen. Viel Glück. Oh, entschuldigt. Hier ist das Buch. Danke. Immer noch da? Ich habe das Gefühl, Adieu. Das Buch ist Müll. Ist das ein Questgegenstand? Nee, es müsste sich eigentlich hier befinden, weil sonst wäre noch ein Platz mehr frei. Bin ich gerade einfach blind? Mal wieder... Ach, das ist Schriftrolle. Das Buch enthält die Formeln für Königin und Zinfriedöl. Zinfriedöl. Das hatten wir, glaube ich, schon. Super. Naja. Ich lade jetzt nicht neu, um Meteorit wiederzubekommen. Ich nehme das jetzt hin. Ich dachte, ein wertvolles Buch, war aber nur eine Schriftrolle. Ja, diese Lösung. Dafür nehme ich aber alles andere mit, was ich vielleicht gebrauchen kann. So, was haben wir hier draußen noch? Werbung. Er ist so galant. Vivaldi und Söhne, Gemeinschaftsbank. Tja, Vivaldi ist dann wohl nicht mehr wirklich was dabei. Du jetzt mit euren Waffen würde ich der Waffe aus dem Weg gehen. Hier ist Platz. So, und den hatten wir doch schon längst aufgedeckt gehabt. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Perfekt. Ein Hexer ist das Sahnehäubchen auf diesem Gang. Okay. Schön, dass sich mal jemand freut, einen Hexer zu sehen. Nicht, Hexer. So. Dann... Was wollte nochmal dieser Schmied? Was war hier drin? Haus des Kaufmanns. Ach, war hier nicht der alte Kerl drin? Der seine Tochter beschützt, in Anführungszeichen. Ich meine ja, das war... Da geht's runter zu den Kloaken. Um nur Einfallspinsel. Redanien?
Hier ging es auch zum Waffenhändler, der uns was anfertigen konnte. Zum Schmied. Wie kann ich... Würdet ihr ein... Ehe ich das Schwert begutachte... Das ist eine berechtigte Frage. Ein Edelstein? Wieso nicht Gold? Ich will keine Steuern und Zunftgebühren bezahlen. Ich nehme lieber Waren im Tausch gegen meine Dienste. Was wollt ihr? Ein Edelstein, der sich für die... Ich komme wieder. Finden wir bestimmt noch mal was. So. Wie spät ist es? 15:30. Ah, wir haben Triss Haus. Abgesperrt, abgesperrt. Wir wissen, da hinten ist eine alte Schmiede. Naja. Rathaus, Lagerhaus der Bank, Spielhölle, städtische Kloaken. Da war das Gasthaus, genau. Hier quasi direkt um die Ecke. Perfekt. Ein Hexer. Tragt ihr diese Schwerter nur? Wollt ihr sowieso hin, weil hier. Ups. Vielleicht soll ich erst nochmal. Ich gehe erst hier rein. In das Gasthaus. Um eventuell Sachen noch einzulagern. Tolle Idee. Ja, habe ich jetzt wenig gesehen. Ey, Ritterspann, altes Haus. Geralt, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bin nicht in der Stimmung für Musik. Wir sehen uns später. Geralt, ich habe versprochen, diesen Leuten aufzuspielen, aber ich habe meine Laute nicht. Dann habt ihr ein Problem. Geralt! Ja, ich würde trotzdem gerne erfahren, was damit denn passiert ist. Was ist mit eurer Laute geschehen? Lange Geschichte. Und irgendwie peinlich. Was zu trinken? Ja, warum nicht? Warum nicht? Geralt! Hier ist eure Laute. Großartig. Ich schulde euch was, aber jetzt muss ich mich vorbereiten. Wann ist eure Vorstellung? Nach 8 Uhr abends. Kommt, wenn ihr wollt. Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toruwil, damals im Blumental. Schon vergessen? Ich kann mich an nichts erinnern. Schon vergessen? Wer ist Toruwil? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Dann bin ich ja mal sehr gespannt. Ich erinnere mich nicht. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Und wir sind ein Level aufgestiegen, sehr schön. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Faustkämpfe. Meine Geduld ist zu Ende. Da können wir vielleicht dann noch mal was loswerden. Endlich eine Ruhepause. Da ist ein Festchen. Festchen? Da. Warum bringe ich Ärger, hä? Ich bin gleich bei euch. Bleibt doch hier. Okay, die beiden sind gleichwertig, wie es aussieht. Bleibt still! Ups, ich wollte noch was verkaufen vielleicht. Bisschen Kleinkram hier wieder loswerden. Ein Schinkenbrötchen. Behalten. Huhn kann weg. Hm.
Einzelne Alkoholflaschen natürlich auch. So, das sieht doch erstmal okay aus. Wieder ein bisschen Platz. Ich habe nicht alle Tage illustre Kunden wie euch. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Meine nette Begrüßung. Erzählt mir von den Treffen, die oben stattfinden. Der edle Leuwarden von der Kaufmannszunft mietete den ersten Stock meines Gasthauses. Ich soll Essen und Trinken liefern und den Mund halten. Ich bin eingeladen. Erzählt mir mehr. Seid ihr? Dann wisst ihr, was ihr wissen müsst. Wenn nicht, so respektiert mein Schweigen. Vielleicht löst etwas Gold eure Zunge. Ich mag Gold, aber ihr könnt mir unmöglich mehr zahlen als Leuwarden. Außerdem will ich seine Unterstützer nicht verprellen. Wer unterstützt Leuwarden? Ruhe, ich habe schon zu viel gesagt. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Schade, er hatte eigentlich noch mehr zu erzählen. Die Zeit vergeht schneller in angenehmer Gesellschaft. Mögt ihr Hexe eigentlich nur endlich Zauberin? Eine Ruhepause. Meister Leuwarden bittet um 6 Uhr heute Abend um eure Gesellschaft. Vor dem Krieg okay. War alles besser. Patrick von Weise, wer auch immer das ist. Ein Hexer. Es hieß, eure Art wäre ausgestorben. Beinahe. Ich bin Geralt. Ich möchte meinen richtigen Namen lieber nicht nennen. Ihr wisst schon, Rittergelübde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich Patrick de Vasey nennen. Von der Flammenrose? In der Tat. Ich gehöre dazu. Vielleicht könntet ihr mir beistehen. Wobei? Meine Schwester. Wollt ihr euch ihre Geschichte anhören? Eines Tages fanden wir sie bewusstlos im Bett. Blut lief aus Bisswunden an ihrem Hals. Wir hatten keinen Zweifel. Ein Vampir. Bisswunden müssen nicht zwangsläufig von einem Vampir stammen. Diese schon. Nach einer gewissen Zeit verschwand meine Schwester. Sie muss verwandelt worden und dann geflohen sein. Wenn sie eine Vampirin ist, muss ich... Ich möchte nur, dass ihr sie findet und unseren Verdacht bestätigt. Naja, nach ihr zu suchen... Ist ja okay. Na gut. Ich suche nach eurer Schwester. Ihr solltet keine Mühe haben, sie zu erkennen. Niemand übersieht ihre azurblauen Augen. Sie ist eine schlanke, wunderschöne Blondine. Die eine, ich nenne sie jetzt mal Angestellte, in diesem Haus der Nacht. Ich werde tun, was ich kann. Ich will jetzt mal nichts sagen. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Okay, ich muss den Ritter fragen, ob die Frau tatsächlich seine Schwester ist. Mache ich auch. Ich wollte ihn damit nicht unbedingt verprellen. Ja? Aber erstmal... Kennt ihr einen Siegfried von Denesle? Oh ja. Was gibt es Neues über ihn? Er soll befördert werden. Wahrscheinlich ist er es schon. Wir reden nicht miteinander. Könnt ihr sagen, warum? Seit dem Sumpf ist er völlig verändert. Ich sagte zu ihm, ehrenwerter Siegfried, ich gratuliere euch. Eure Ehre und euer Glaube haben den heidnischen Pöbel vertrieben. Er sah mich seltsam an und antwortete, ehrenwert? Vielleicht. Ehre und Glaube? Gewiss nicht. Wir waren siegreich, weil sie hungrig und schlecht bewaffnet waren. Ein bisschen Blut und schon vergisst er alles über Ehre. Er sollte dem Beispiel seines Vaters folgen. Wo kann ich ihn finden? Seinen Vater? Er wurde von einer Manticora getötet. Ich meinte Siegfried. Er bildet vor dem Sitz des Ordens im Tempelbezirk Rekruten aus. Also wenn wir schon nicht den Orden vertreiben können, würde ich zum Teil Siegfried aber doch helfen. Wenn es jetzt nicht dem rein dem Orden dient. Denn der scheint unlernfähig zu sein. Nach diesem Gemetzel, dass er da nicht sich freut und dass die obsiegt haben gegen schwächere Gegner. Und es halt Mord und Totschlag war. Egal, auch wenn es Elfen waren. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Interessant. Seine Schwester.
Das habe ich schon wieder vergessen. Ja? Ich habe eine Kurtisane mit blauen Augen im Hurenhaus gesehen. So tief würde meine Schwester niemals sinken. Ich habe keine Beweise, aber eure Beschreibung passt auf diese Frau. Bringt mir einen Beweis. Die Ehre meiner Familie steht auf dem Spiel. Ich werde tun, was ich kann. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Dann müssen wir da also nochmal zurück. Ja, wir könnten dann mal kurz hier übernächtigen. Ihr bringt doch nur Ärger. Ich nehme gleich eure Bestellung auf. Um 8 fängt es an, um 6 Rittersporn, dann sollten wir vielleicht so eine halbe Stunde. Sind noch Zimmer frei? 5 Orens, nur für euch. Danke. Wieder kriegen wir so einen etwas netteren Alkoven, aber warum müssen wir dafür so viel bezahlen? Wie viel Level haben wir eigentlich gerade? 18. Und Gold war ab 34. Wir sind im dritten Akt. 2 weitere Folgen danach. Ja, Gold wird Wundenresistenz. Wobei da schon richtig, richtig nett ist. Plus 20% Vitalität. Na gut. Vitalität plus 2 für jede Charakterentwicklungsstufe. Niederschlagresistenz plus 50. Sehr nett. Schaden plus 30, aber nur wenn wir bluten. Rüstung plus 5. Ausdauer ist natürlich auch nett, vor allem weil das den Gruppenkampfstil erhöht. Ja, Chance auf Gegenstände finde ich jetzt nicht so relevant. Das Ritual des Lebens. Ja, die Sache mit dem Orten der Macht ist okay, aber nicht so wichtig. Explodierende Faust wirkt nur im starken Silberkampfstil. Das werde ich mir dann doch nie merken. So, gegen was werden wir hauptsächlich kämpfen? Wir haben ein Silbertalent. Will ich schnelles Silber? Ja, will ich. Ich hab's jetzt gewählt. Das hatten wir noch nicht, nee. Wirkt nur, wenn der Gegner von Einäscherung betroffen ist. Ah, da quasi eine Kombi mit Art, dass es dann mit Axi, das dann Einäscherung verursachen kann. Iggy, da haben wir's. Ja, ist auch nett. Das will ich tatsächlich auf einer ordentlichen Stufe haben. Aber erstmal hier die Kampfstile. So, das hier, da haben wir alle Bronze-Talente hier noch nicht. Das nehmen wir mit. Niederschlag plus 20% wirkt, wenn wir von mehreren Gegnern umzingelt sind. Das sind wir sehr häufig. Geblendet ist weniger wichtig. Einäscherung, nein. Hier nehmen wir das hier.
So, und eine Stunde meditieren. Wer will einer aufs Maul? Ich bin ja überflüssiges Gefasel. Schlag mich, ihr Memme! So, da sind wir wieder. Und wir machen dann mal einen kurzen Cut, denn unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.